Die Flugzeuge fallen eines nach dem anderen zu Boden. Auf den Straßen wird es chaotisch. Gecrashte Autos. Einige von ihnen stehen in Flammen. Andere am Straßenrand. Oder sie sind in einen Graben gefallen. Auch bei der Bahn gibt es ein völliges Durcheinander. Tausende von Zügen sind auf der ganzen Welt entgleist. Auf dem Boden liegen umgestürzte Waggons, tausende Tonnen Getreide, Kohle und Öl haben ihr Ziel nicht erreicht. Auf See sind hunderte von Schiffen an Felsen und Eisbergen zerschellt. Tonnen von Erdölprodukten sind ins Wasser geflossen, was den bevorstehenden Tod von ahnungslosen Meeresbewohnern voraussagt. Was glaubst du, ist in der Welt geschehen? Die gesamte Menschheit ist gerade von der Erde verschwunden. Tatsächlich gibt es im Internet viele Videos über das Verschwinden der Menschheit von unserem Planeten. Es gibt sogar Dokumentarfilme. Aber sie alle simulieren eine Situation, in der Menschen für immer verschwunden sind. Du hast sie vielleicht schon einmal gesehen. Heute möchte ich euch erzählen, was passieren würde, wenn die Menschheit für nur 24 Stunden verschwinden würde. Sind Autounfälle und abgestürzte Flugzeuge alles, was passieren kann? Ich will euch nicht warten lassen. Hier kommt die Antwort. Die brennenden Autos auf den Straßen sind nur der Anfang des Chaos, in das viele Gebiete auf unserem Planeten fallen würden. Alle Lebewesen in der Nähe von Ölraffinerien wären definitiv nicht gut dran. Sobald die Menschen verschwinden würden, gäbe es niemanden mehr, der alle Produktionsprozesse überwachen könnte. Selbst wenn einer der Tanks kein Öl mehr hätte, würde dies den Druck im Reaktor erhöhen. Es würde eine Explosion geben, das Feuer würde die anderen Tanks entzünden. Und tausende von Tonnen Öl und raffinierte Produkte würden in die Luft fliegen. Alles würde explodieren und für sehr lange Zeit brennen, weil niemand kommt und das Feuer löscht. Lokale Brände, verursacht durch Blitzeinschläge, Gasaustritte und Probleme mit elektrischen Leitungen, würden auch in den Städten brennen. Ohne Feuerwehrleute würde sich das Feuer von Objekt zu Objekt ausbreiten und ganze Straßenzüge und möglicherweise sogar Stadtviertel niederbrennen. Die Welt würde allmählich in Finsternis versinken. Schließlich würden die meisten Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, einfach aufhören zu arbeiten, weil die Reserven erschöpft sind. Stromausfälle wären die Folge. Die einzigen vom Weltall aus sichtbaren Lichtquellen würden Städte sein, die von Wasserkraftwerken angetrieben werden. Las Vegas würde definitiv als Leitstern erstrahlen und weiterhin Strom vom Hoover-Damm erhalten. Die Katastrophe würde alle Chemiewerke bedrohen. Für viele der dort gelagerten Gase ist es entscheidend, eine niedrige Temperatur aufrechtzuerhalten, damit sie in flüssiger Form bleiben. Wenn der Strom abgeschaltet würde, würden sich die Gasspeicher erhitzen und die Überdruckventile würden aktiviert. Und Tonnen verschiedener Gase würden in die Umwelt freigesetzt werden. Dies wäre eine lokale Apokalypse. Viele Tiere würden sterben und die Pflanzenwelt würde leiden. Auch Erdgaskraftwerke könnten für ernste Folgen verantwortlich sein. Sie würden weiterhin Gas in die Atmosphäre freisetzen, das sich immer weiter ausbreiten und verlassene Autos und Tankstellen erreichen würde. Ein Funke würde ausreichen, um eine Explosion auszulösen. Eine riesige Menge gefährlicher Substanzen würde in die Luft freigesetzt werden. Aber es gibt auch relativ gute Nachrichten. Die Atomkraftwerke würden ganz normal weiterarbeiten. Allerdings müssten sie in den Sicherheitsmodus wechseln. Auf diese Weise könnten sie bis zu 10 Tage lang in Betrieb bleiben. Aber sobald das Wasser aus den Kühlsystemen der Kernreaktoren verdampft wäre, würde die Welt von einer Katastrophe erschüttert werden, vergleichbar mit den Explosionen in Fukushima und im Kernkraftwerk von Tschernobyl zusammen. Während dieser Ereignisse wurden insgesamt etwa 300.000 Menschen evakuiert und Radionuklide wurden lange Zeit rund um den Globus entdeckt. Pumpen, die unterirdisches Wasser förderten, hielten ziemlich schnell an und die U-Bahn-Tunnel würden überflutet werden. Aber der Effekt, den das Verschwinden von Menschen auf den Betrieb von Wasserkraftwerken haben könnte, könnte viel gravierender sein. Es gäbe niemanden, der die Instrumentierung überwachen würde. Ein paar Stunden Inaktivität würden genügen, damit das Irreparable geschehen kann, der Dammbruch. Die Situation könnte sich blitzschnell entwickeln und es gäbe niemanden, der den schnellen Wasserfluss aufhalten könnte. Das bedeutet, dass riesige Gebiete unter Wasser stehen könnten. Wälder und Felder würden zerstört werden, die Tiere würden leiden.
In den Kraftwerken und Fabriken würden die Produktionslinien ohne Menschen im völligen Chaos weiterlaufen. Waren und Produkte würden sich auf Förderbändern stapeln. Viele Prozesse, die begonnen worden waren, würden einen ganzen Tag lang weiterlaufen, bis sich die Anlagen überhitzen oder das System abstürzt. Mit dem Stromausfall würden die Fabriken ruhig sein, aber das würde nicht sofort passieren. Einzelhandelsketten, die keinen Strom hatten, würden ebenfalls große Verluste erleiden. Diese Situation wäre besonders akut für kleine Bauernhöfe und Geschäfte, die keine eigenen Stromgeneratoren haben, um die gewünschten Temperaturen in ihren Kühlschränken zu halten. Ob diese 24 Stunden eine Atempause für die Natur wären oder nicht, ist eine große Frage. In den großen Städten würden Fabriken und Wohnkomplexe brennen, Autos würden auf den Straßen brennen, die Luft würde sich mit Rauch füllen. Die Vorstädte würden relativ ruhig bleiben, abgesehen von gelegentlichen Waldbränden. Zumindest würde die Abholzung hier aufhören. Etwa 40 Millionen Bäume würden für mindestens einen Tag gerettet werden. Ungefähr 300.000 Haie würden einen Tag länger leben können. Es gäbe niemanden, der sie für Haiflossensuppe fangen könnte. Und es ist fast unmöglich zu berechnen, wie viele Fische und andere Mitglieder der menschlichen Nahrungskette gerettet würden. 24 Stunden würden keine positiven Veränderungen in der Flora und Fauna der Erde bringen. Die Menschheit hat bereits so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt, dass ein Tag oder sogar ein Monat ohne Menschen ausreichen würde, um die Veränderungen auf unserem Planeten zu verzögern. Wie auch immer. Alle Haustiere und wilden Tiere, die überlebt haben, wären in der Lage, den erstaunlichen Nachthimmel zu genießen. Vorausgesetzt, dass nichts in der Nähe brennt oder raucht. Aufgrund des Mangels an Lichtverschmutzung, zusammen mit günstigen Wetterbedingungen, würde die gesamte Milchstraße am Himmel sichtbar sein. Sie würde so deutlich sichtbar sein wie in den trostlosen Bergen. Und nun lasst uns über den Weltraum nachdenken, denn an seiner Erforschung sind auch Menschen beteiligt. Es gäbe niemanden, der den Flug der Internationalen Raumstation von der Erde aus kontrollieren und ihre Umlaufbahn so einstellen könnte, dass sie die gewünschte Höhe beibehält und Kollisionen mit Weltraummüll vermeidet. Tagsüber könnte sie mit einem Asteroiden oder Satelliten kollidieren oder sogar auf die Erde fallen. Die größten Observatorien der Welt könnten das Ereignis des Jahrhunderts verpassen. Vielleicht würde an diesem Tag eines der Teleskope den mysteriösen 9. Planeten enthüllen. Oder Voyager 2 würde sensationelle Nachrichten zur Erde übermitteln. Nur ein Tag würde ausreichen, um eine wichtige wissenschaftliche Entdeckung zu verpassen. Ich habe all diese Konsequenzen beschrieben, nicht nur, um mir die nächste Apokalypse vorzustellen. Die Suche nach Material zu diesem Thema gab mir die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie sehr wir unseren Planeten beeinflussen. Es scheint, dass die Menschheit auf der Erde kürzer existiert hat als 300.000 Jahre. Das ist ein Tropfen im Ozean verglichen mit dem Alter der Erde, das mehr als 4,5 Milliarden Jahre beträgt. Wenn man die gesamte Geschichte der Erde auf 12 Stunden komprimieren würde, dann würden hier in den letzten 2 Sekunden Menschen erscheinen. Während dieser kurzen Zeitspanne konnten wir jedoch tatsächlich die Kräfte der Natur unterdrücken, um hier bequem zu existieren. Aber wenn man die Menschen für 24 Stunden entfernen würde, könnte sich alles, was im Laufe der Jahre geschaffen wurde, in Asche verwandeln oder mit einer dicken Schlammschicht bedeckt werden. Die große Naturgewalt hätte genug Zeit, ihre Rechte praktisch zurückzugewinnen und sich in jeden Bereich des menschlichen Lebens einzumischen. Nachdem die Menschen wieder auf der Erde erschienen sind, würden sie Jahre harter Arbeit brauchen, um sich von den Folgen ihres kurzfristigen Verschwindens zu erholen. Wie viele Monate oder Jahre, glaubst du, würde die Menschheit brauchen, um alles wiederherzustellen, was beschädigt wurde? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit. Wenn du nicht willst, dass auch ich irgendwann mal verschwinde, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich bereite schon mal das nächste spannende Video für dich vor.